Also, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Open Studio im Rahmen von Neustadt Lab 2016. Wir haben heute eine Talkrunde zum Thema die Friedensförderung von heute und von morgen und auch was für eine Rolle spielt hier die Jugend in der Zukunft für eine wichtige Rolle. Meine Gäste heute in der Runde sind Uli Wildberger. Er ist langjähriges Mitglied bei IFORMIR Schweiz, war auch selbst Präsident eine Zeit lang. Und George Kobi, aktueller Präsident von IFORMIR Schweiz. Ich möchte gleich die erste Frage an George Kobi stellen. Qu'est-ce que c'est IFORMIR Suisse? Voilà. Alors, c'est d'abord un mouvement international de la réconciliation. En anglais, IFOR, c'est International Fellowship of Reconciliation. Je ne sais pas l'anglais, je prononce mal, tant pis. C'est dans le fond un mouvement qui est né il y a un peu plus d'une centaine d'années. Imaginez très simplement une rencontre œcuménique en Suisse en 1914. Or, lorsque ces délégués de Suisse réunis des différentes églises européennes doivent se quitter parce qu'il y a la déclaration de guerre, ils se promettent sur le quai de la gare, en se dépêchant de rentrer chez eux avant que la guerre se déclare vraiment, ils se promettent de se revoir après la guerre et, dans le fond, de faire ce qu'on appelle justement la réconciliation. Parce que, dans le fond, si leur pays est en guerre, eux ne veulent pas être en guerre, ils sont des amis et pas des ennemis. Et à partir de là, le mouvement de la réconciliation va se développer dans une septantaine de pays, et en Suisse, on a des grands noms de pacifistes non-violents qui ont marqué notre histoire. Et depuis une centaine d'années, eh bien, c'est développé en rapport souvent avec les églises, la défense de la non-violence, de la paix et de la réconciliation, c'est-à-dire au moment où on est en conflit, eh bien, on ne va pas se vulgairement se taper dessus, mais on va tenter tout notre possible pour retrouver un chemin d'amitié, de respect mutuel. Voilà en gros ce que c'est que le mouvement international de la réconciliation, la branche suisse, encore une fois, qui a une centaine d'années. Merci beaucoup. Uli, tu bist schon seit Jahren aktiv in der Friedensförderung, aktiv in verschiedenen Bewegungen. Was war so dein prägendes Ereignis oder Erlebnis, warum es zu diesem Engagement kam? Sind, glaube ich, drei Wurzeln. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Randendorf, 10 Kilometer von der deutschen Grenze, in Schaffhausen. Und da war 1945 in meinem Geburtsjahr und kurz danach war der Zweite Weltkrieg mit seinen ganzen Gräuel und der Holocaust war noch sehr präsent. Oder? Das hat mich sehr geprägt. Mein Vater war Lehrer dort. Der zweite Einfluss war dann mein Theologiestudium. Ich habe realisiert, die große Diskrepanz zwischen dem, was im Evangelium steht, ja, wie Jesus Gewaltfreiheit nicht nur predigt, sondern eben auch lebt, mit den Armen arm umherzieht, zum Dienen statt zum Herrschen aufruft und einen gewaltfreien Weg bis ans Kreuz geht, oder? Das hat mich sehr geprägt, diese Diskrepanz dann zur Realität unserer Kirchen und Christenheit, die eigentlich seit Augustin, seit sie Staatsreligion geworden ist, fast unwidersprochen jetzt einfach auch Kriege führt, auch aufrüstet zur Verteidigung, auch Gewalt befürwortet, die Doktrin vom gerechten Krieg oder vertritt seit 1700 Jahren, oder? Und das hat, diese Diskrepanz, dieser Skandal hat mich sehr bewegt, schon im Studium. Ja. Und der dritte Einfluss
war dann, dass ich eigentlich per Zufall während der Jahre 67 bis 69 in Berlin studiert habe, also zur Zeit des Höhepunktes von den ganzen Jugendunruhen damals, Studentenrevolten. Dort habe ich zwei Sachen gelernt. Das eine ist, dass unsere Gesellschaft sehr unfriedlich ist, auch in den Verhältnissen und in den Strukturen, die uns prägen. Arbeitswelt, ungleiche Chancen, Ausbeutung in der dritten Welt und so weiter. Und dass das geändert werden muss, das war das Anliegen der Studenten. Gleichzeitig haben mich aber die Mittel von Straßenschlachten, von massiver Gewalt und Hass und so abgeschreckt, ja. Im 68. Und so bin ich eigentlich dann zwar politisiert worden, könnte man sagen, aber suchte einen anderen gewaltfreien Weg in der Schweiz. Ja. Das war damals sehr schwierig. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe dann damals den IFOR kennengelernt, kurz nach meinem Studium im 71. Und der damalige Präsident Willy Kobe hat mir gesagt, es gibt da im Nachzug nach diesen Studentenrevolten, gibt es da eine junge, gewaltfreie Aktivistengruppe in Europa. Willst du da mal hingehen? Und so bin ich zur European Workgroup gestoßen. Das waren damals etwa 15 Aktivisten aus verschiedenen europäischen Ländern. Und unser Ziel war eigentlich, jedes Jahr eine gewaltfreie Aktion durchzuführen. Und ein paar Jahre haben wir das wirklich auch zustande gebracht. Die erste, an der ich teilgenommen habe, war ein Marsch von London nach Paris als Protest gegen die französischen Atombombenversuche in der Atmosphäre in der Sahara damals. Und wir sind eine Woche an der französischen Grenze in Belgien dann festgesessen, alle 250 Leute, und haben versucht, da eben nach Frankreich hineinzukommen, um unseren Protest hineinzutragen. Und das wurde von der Polizei natürlich blockiert, und da habe ich dann meine ersten Erfahrungen mit zivilem Ungehorsam, gewaltfreie Aktion eigentlich gemacht. Du warst selbst von 1974 bis 1997 auch Präsident von IFOR Mir Schweiz. Und wie du gesagt hast, du bist als junger Mann in diese Gruppe gekommen. Was glaubst du, warum ist die Jugend heute bei IFOR Mir Schweiz untervertreten, obwohl es ja aktuell eigentlich der Krieg, der Terror ist immer näher vor der Haustür als noch vor wenigen Jahren. Ist es ein aktuelles, hochaktuelles Thema? Was glaubst du, warum ist die Jugend noch zu wenig sensibilisiert oder aktiv auch in der Schweiz im Bereich der Friedensförderung? Ich denke, schon damals hatten wir wenig junge Mitglieder. Was ich damals schon eigentlich vertreten habe und auch versucht habe, ist eben mehr über Aktionen jüngere Leute einzubeziehen. Und das hat eigentlich dann eine ganze Reihe von Jahren hat das funktioniert. Wir hatten eine gewaltfreie Aktion Zürich dann, und dann kam die AKW-Bewegung mit der Besetzung in Kaiseraugst. Dort sind wir sofort hingegangen und haben geholfen, diese Besetzung 5 Monate lang gewaltfrei durchzuführen, Trainings gemacht. Ich mag mich noch erinnern, am Ostermontag, oder, begann das. Und das hat sehr viel Junge dann für die Besetzung mal mobilisiert und für die gewaltfreie Aktion Kaiseraugst. Und
Viele von denen sind aber an dem jeweiligen Thema dann geblieben und nicht unbedingt in den IFOR als Mitglieder eingetreten. Auch später haben wir zu anderen Themen dann manchmal so Aktionstrainingswochenende als Vorbereitung für gewaltfreie Aktionen durchgeführt. Zum Beispiel auch Proteste vor Pilatus, vor den Pilatuswerken. Oder ein Höhepunkt war der einwöchige Menschenteppich vor einer internationalen Waffenschau in Winterthur, wo wir einen lebendigen Menschenteppich dann vor dem Eingang gebildet haben. Das waren sehr eindrückliche gewaltfreie Aktionen, wo auch viele Leute dann teilgenommen haben, aber lang nicht alle sind Mitglied dann geworden. Ich denke schon damals und heute erst recht mit den Instant-Medien, oder, ist es nur für eine Minderheit eigentlich interessant, nur eine Minderheit sieht das als interessant an, kontinuierlich über eine längere Zeit und zu verschiedenen Themen dann sich mit der Gewaltfreiheit auseinanderzusetzen. Ja. Georges und Ueli, vielleicht als Abschlussfrage. Gestern, wo Sesper, Kuchle, Futur, der liefert mich Swiss, Gel Gold, wo Affaire, Le Jeunesse. Qu'est-ce que vous espérez? Alors moi je crois, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes dans mon métier de pasteur, avec des adolescents, et je ne suis pas du tout désespéré. Je crois qu'il y a toujours une soif de se battre pour plus de justice dans notre monde, pour des solutions non violentes aux conflits. Le problème, je crois, c'est l'approche des jeunes. Elle n'est pas du tout la même que nous avons vécu. Donc, il faut que la réconciliation, son message a autant de pertinence aujourd'hui que hier, mais l'approche avec les jeunes doit être différente. Et il faut donc qu'on accepte de modifier notre manière de communiquer, de transmettre ce qui est, dans le fond, un fondement qui est d'ailleurs ici, comme le disait très bien Ueli, de l'Évangile, finalement. Hein. Et ces valeurs-là, elles sont toujours recherchées par les jeunes, devant la guerre, devant le terrorisme, devant la violence, sous toutes ses formes. Donc, je n'ai pas de souci vis-à-vis des jeunes. Mon souci, c'est vraiment de nous adapter à une nouvelle manière de communiquer, de transmettre ces vérités qui sont fondamentalement humaines. Voilà. Und Ueli, vielleicht für dich als Abschluss, was wünschst du dir, wie die Jugend mehr aktiv werden kann in diesem Themenbereich? Ich denke, ich habe auch in jüngster Zeit Erfahrungen gemacht damit. Die eine große Erfahrung in den letzten Jahren war der Menschenstrom gegen Atom. Dort habe ich gesehen, sobald ein aktuelles Thema und eine Handlungsform zusammenkommen, dann hängen die jungen Leute auch ein. Also im Menschenstrom waren wir im Vorbereitungskreis zeitweise zwischen 30 und 100 Leute, hauptsächlich Jüngere und bei den Teilnehmern erst recht, oder? Ein paar Tausend. Das gleiche beim Solinetz, Solinetz Zürich für den Raum Zürich. Das Solinetz kümmert sich um Flüchtlinge, um Sans-Papiers, Leute mit Migrationshintergrund und versucht auf gleicher Augenhöhe mit den Leuten gemäß ihren Bedürfnissen, ihre Situation zu verbessern, einerseits mit konkreten Projekten und andererseits aber auch Bewusstseinsarbeit und Sensibilisierung in der Öffentlichkeit zu machen. Und auch da, wir haben
40 Projekte, etwa 200 Freiwillige, die in diesen vielen Projekten dann ziemlich selbstständig jeweils irgendein Nähatelier oder eine Wandergruppe oder ein Theater aufziehen. Und auch da sehe ich, sobald es mir die Möglichkeit bieten, sich konkret zu engagieren, oder? Und es den Leuten einleuchtet, das ist ein wichtiges Thema, sind junge Leute da. Nicht alle, lang nicht alle. Ich bedanke mich vielmals, Uli, George, für dieses Gespräch. Mein Name ist Elias Vogel, ich leiste Zivildienst bei IFORMIR. Und wenn Sie mehr über IFORMIR wissen möchten, dann www.ifor-mir.ch. Ich bedanke mich und einen schönen Tag. Dankeschön.